Moin. Jo, und herzlich willkommen zum vierten Versteigerungsvideo zugunsten des Roten Kajels. Wer noch nicht mitbekommen hat, wobei es bei dieser Versteigerungsaktion geht, welche Miro und ich hier aufgezogen haben, der checkt mal bitte die zwei Infovideos aus, die in der Videobeschreibung sind. Sowohl Miros Infovideo wie auch mein Infovideo. Da findet ihr dann alle Infos. Heute das vierte Versteigerungsvideo. Die Videos mit den zu versteigernden Messer und dem Gear kommen immer abwechselnd auf meinem Kanal oder auf Miros Kanal. Wer also Miro noch nicht im Abo hat, auch bitte Videobeschreibung auschecken. Morgen wird nämlich das nächste Messer auf Miros Kanal versteigert. Dann seid ihr immer up to date, wenn ihr ihn im Abo habt. Solltet ihr eh haben, meiner Meinung nach. Einfach ein feiner Kerl. Und auch die treibende Kraft diesmal hinter dieser Spendenaktion. So, aber jetzt genug gelabert. Heute in diesem Paket, in dem Versteigerungsvideo 4, befinden sich vier Sanrenmu-Messer. Die sind alle neu, unbenutzt. Und ich werde mal ganz kurz auf den Zustand eingehen. Das hatte ich auch vor einiger Zeit mal vorgestellt auf meinem Kanal. Optisch ein sehr, sehr schönes Messer. Hier ist schon gleich der erste Kritikpunkt, den ich nennen muss. Zumindest für meine großen Hände ist es ein Kritikpunkt. Der Detent ist sehr, sehr stark. Da muss ich sehr weit unten mit dem Daumen greifen, damit ich die Klinge über den Pin aufbekomme. Gut möglich, dass andere damit kein Problem haben. Der Klingenlauf selbst ist nämlich sehr, sehr weich. Klinge fällt, wie ihr seht, völlig von alleine. Nur der Detent ist halt sehr, sehr stark. Klinge steht leider nicht mittig. Wie gesagt, neu und unbenutzt. Richtig schönes Messer. Rein optisch einer der schönsten Stachel von Sanrenmu. Titanlook ist aber ein Edelstahl Framelock. Der Framelock macht ganz sauber zu. Wir haben hier absolut keinerlei Spiel. Sehr, sehr schönes Messer. Ja, leider mit nicht mittigem Klingenstand im geschlossenen Zustand. Aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr gefälliges Teil. Das erste Modell. Dann das zweite Modell kommt aus derselben Familie. Das ist das 7073 LUXST. Das ist von der Bauform. So. Das ist vom Design an sich, von der Linie das gleiche. Nur dass wir hier halt das Disco-Modell haben, also farblich ganz anders gestaltet. Außerdem haben wir da noch was eingelasert, sieht aus wie die Kirschblüte. An für sich wirklich ein schönes Motiv. Würde mir auch ganz gut gefallen, wenn man auch hier wieder so einen Titan-Look hätte. Mir ist jetzt dieser Lila-Ton, Purple, grünlich, blau, ein bisschen too much, aber das wird bestimmt irgendjemandem gefallen. Auch wieder absolut neuwertig, das Messer, unbenutzt, vom Design an sich wirklich ein sehr, sehr schönes Messer. Hier haben wir einen etwas besseren Klingenstand, steht auch nicht ganz mittig, aber ist in Ordnung, lässt sich schön einfach aufschnippen, Klinge läuft butterweich, sehr, sehr schönes Modell, wenn man denn darauf steht, dass dieses Messer mächtig was an Farbpalette zu bieten hat. Jo, das ist das zweite Messer. Dann das dritte Messer. Da haben wir das 9055 MUC GHJL. 42A-konformes Messer. Schöne G10-Griffschalen. Dieses Modell habe ich auch schon vorgestellt auf meinem Kanal. Toller Eyecatcher über den farblichen Aluminium-Backspacer. Langer, guter Clip. Klinge steht mittig.
Klinge könnte ein bisschen leichter laufen, kann man vielleicht über die Achsschraube noch einstellen. Ist schwergängig, das könnte besser sein, vielleicht hilft da noch ein Tropfen Öl. Insgesamt aber ein sehr brauchbares Modell, ja, auch wieder absolut neuwertig. Wie ich schon sagte, 42A-konform, wird über zwei Detent Bolts gehalten, die Klinge. Das funktioniert sehr, sehr gut. Da muss man wirklich Kraft aufbringen, um die Klinge wieder zu schließen. Auch sehr gefällige G10-Griffschalen. Wie ich finde, wirklich ein gelungenes 42A-Modell von Sanremo. Jo, das ist Messer Nummer 3. Und das vierte ist ein 710er in der Flower Version, so nenne ich das jetzt mal. Auch absolut neuwertig. Klinge läuft weich. Wir haben absolut kein Spiel. Lässt sich leicht aufschnippen. Läuft wirklich sehr, sehr leicht. Schönes schwarzes 710er Modell von Sanremo. Jo, und diese vier Modelle hier gibt es jetzt auf einen Schlag im Paket. Also hier habe ich wirklich meine Probleme. Sehr, sehr straffer Detent. Ja, um diese vier Sanremo Modelle geht es. Ich hoffe, die werden ein paar Taler einspielen. Ja, damit man den roten Keil unterstützen kann. Der Rote Keil als Netzwerk engagiert sich sehr, sehr stark gegen Kinderprostitution und überhaupt Kindesmissbrauch. Das ist eine gute Sache. Ich hoffe, da kommen wirklich ein paar Euro zusammen, damit wir da, ja, damit unsere Szene da helfen kann und der Rote Keil weiterhin seine Arbeit machen kann. Beziehungsweise Projekte unterstützt, die halt aktiv gegen diese Probleme angeht. Gudi, die Aktion wird jetzt 24 Stunden laufen, endet dann automatisch morgen um 20 Uhr. Ich werde dann den Höchstbietenden, den Gewinner dieser Versteigerung anschreiben. Bezahlung erfolgt ganz normal per Überweisung oder per PayPal, kann man sich aussuchen. Zur Versteigerungssumme kommen dann nochmal automatisch 5 Euro dazu, weil ich alle Sachen per DHL-Paket verschicken möchte. Daran bitte denken, falls ihr mitbietet. Jo, und im Großen und Ganzen war es das dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace, ich bin raus.